Guten Tag, verehrte Zuschauer. Der bayerische Ministerpräsident Strauß hat nach seinem Gespräch mit dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow die Hoffnung auf einen grundsätzlichen Wandel im Sicherheitsdenken zwischen West und Ost geäußert. Wenn das amerikanisch-sowjetische Mittelstreckenabkommen einen Einstieg zu einer umfassenderen Lösung biete, dann sei die politische Bedeutung größer als die bisherigen Bedenken, betonte Strauß vor Journalisten. In aufgelockerter Atmosphäre empfing der sowjetische Parteichef Gorbatschow den bayerischen Ministerpräsidenten Strauß im Kreml. Nach dem knapp dreistündigen Treffen bezeichnete der CSU-Chef Gorbatschow als gut informiert, intelligent und schlagfertig. Das Gespräch sei in angenehmsten Formen, aber mit unmissverständlichen Formulierungen verlaufen. Strauß empfand das Gespräch als freundschaftlich und gelockert, zum Teil sogar als heiter. Er habe so etwas nicht erwartet und verlasse den Kreml mit angenehmsten Gefühlen. Der bayerische Ministerpräsident ist der erste westliche Politiker, der nach dem Gipfeltreffen in Washington von Gorbatschow empfangen wurde. Vor dem Treffen mit Gorbatschow sprach Strauß mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Außenwirtschaftskommission Kamenzew über Fragen der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit. Dabei ging es auch um den Handelsaustausch zwischen bayerischen Unternehmen und der Sowjetunion. Zur Stunde besucht der bayerische Ministerpräsident ein Leitzentrum für Raumfahrt in der Nähe von Moskau. Nach 326 Tagen im All wieder auf die Erde zurückgekehrt, ist Rekordastronaut Romanenko. Zusammen mit zwei weiteren sowjetischen Kosmonauten landete Romanenko an Bord des Raumschiffes Sojus TM-3 trotz starken Windes punktgenau im Zielgebiet in der Sowjetrepublik Kasachstan. Durch den Langzeitaufenthalt an Bord der Raumstation Mir bei Schwerelosigkeit litt Romanenko zuletzt unter körperlicher Erschöpfung und Beinmuskelschwund. Der Dollar ist unter eine Mark 60 gerutscht. Der amtliche Mittelkurs wurde am Mittag mit 1,5906 festgelegt. Das ist über ein Pfennig weniger als gestern. Die Bundesbank kaufte 18,3 Millionen Dollar zur Stützung. Nach Ansicht von Experten wurde die Talfahrt damit begrenzt. Der Markt sei unsicher über die Haltung der amerikanischen Regierung zur weiteren Entwicklung, hieß es. Der Internationale Währungsfonds will den armen Ländern mit 8,4 Milliarden Dollar helfen. Die IWF richtete dazu einen Fonds ein, aus dem Kredite beantragt werden können, die mit nur einem halben bis zu 1% verzinst werden müssen. Bei einer Massenkarambolage in dichtem Nebel auf der Sauerlandlinie bei Siegen kam am Morgen ein Autofahrer ums Leben, 10 weitere wurden schwer verletzt. In die Unfallserie waren mehr als 30 Pkw und 8 Lastwagen verwickelt. Ein Lkw hatte bei einem Ausweichmanöver die Leitplanke durchbrochen und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Wegen der schlechten Sicht konnten viele Fahrer nicht rechtzeitig reagieren. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt. Das Wetter in Europa heute Mittag. Stockholm Regen 3 Grad, London Regen 13, Paris wolkig 10, Hamburg Nieselregen 10 Grad, München heiter 10 Grad, Madrid wolkenlos 5, Rom wolkig 14, Athen heiter 19 und Moskau bedeckt minus 9 Grad. Die nächste Heute-Sendung um 17 Uhr.